Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich möchte euch heute mal wieder ein Rossmann-Haul zeigen, Teil 2 diesen Monat. Die habe ich einfach so noch gekauft gehabt, die Produkte in mehreren Einkäufen. Und ich würde sagen, los geht's. Also es ist heute mal ein bisschen eine andere Position zum Drehen. Ich hoffe, es geht so, ihr seht was und ja, los geht's, würde ich sagen. Muss mal ein bisschen runter. Als erstes habe ich dieses Toilettenpapier mitgenommen von Alouette. Dieses Frühlingsdesign. Ja, wollte ich jetzt einfach mal ausprobieren. Ihr wisst, ja, buntes Papier mag ich sehr, sehr gerne. Aber auch halt normales. Aber jetzt hat mich das angesprochen, beziehungsweise hatten sie das jetzt neu da gehabt. Deswegen habe ich das hier mitgenommen. Dann geht's weiter. Habe ich hier noch eine Tüte. Da zeige ich euch die Produkte jetzt mal. Als erstes habe ich hier von Dufti die Pfirsich Litschi, das Duftglas. Sieht so aus, so gelb und pink und ja, mal gucken wie der Duft halt ist. Und die brennen eigentlich ganz gut runter, deswegen wollte ich die mal wieder haben. Dann habe ich hier noch eins und das ist auch von Dufti, das Air Perlimette. Riecht auch sehr, sehr gut und bin ich auch schon gespannt drauf. Also so, wenn man jetzt dran riecht, riecht das sehr, sehr gut. Und ja. Dann mussten wir wieder Zahnbürsten mit. Da habe ich jetzt die wieder vom Procodent mitgenommen. 2 plus 1 haben sie eigentlich immer das Vorteilspack. Also immer, wenn ich da eigentlich einkaufen bin. Und deswegen kam das wieder mit in 3 verschiedenen Farben. Und da kann ich dann halt wieder was aussuchen, genau was er halt möchte. Dann gibt es von Trackimmune ja auch so einen neuen Badeschaum. Da kam der jetzt mit. Der heißt Basil Loves Tangerine. Liebestaumel-Badeschaum. Ja, wenigstens mal eins. Die sind ja relativ teuer. Preise blende ich euch natürlich wieder ein. Ja, und dann mal schauen, wie es halt wird. Dann habe ich noch mitgenommen, mal zum Austesten von Baby Dream, diese Feuchttücher. 20 Stück sind hier drin. Es benutzen ja viele auch von, also diese Feuchttücher für Babys zum Reinigen vom Gesicht. Und die wollte ich jetzt auch einfach mal ausprobieren. Deswegen habe ich so eine kleine Variante erstmal mitgenommen. Dann gibt es ja auch jetzt neu von von Bilou, diesen Duschschaum, Pink Pineapple, ja, den wollte ich auch mal austesten und deswegen kam der auch mit. Und dann haben sie auch von Airwick neue Duftsprüher und da habe ich jetzt das eine, das grüne Traumziele heißt das, das ist asiatische Bambusoase, genau. Hat mich auch sehr angesprochen. Sieht auch sehr sommerlich aus und bin schon gespannt drauf. Dann geht's weiter. Was auch sehr interessant aussah, sind die WC-Duftsticks von Domol. Da habe ich jetzt die pinken mitgenommen. Magic Sky. Ja, mal gucken, wie lange die halten und was die halt so bringen. Ansonsten würde ich die auch wieder nachkaufen. Haben, glaube ich, 2 oder 3 Sorten davon, aber ich habe jetzt die pinken mal mitgenommen. Dann wollte ich auch mal wieder mitnehmen von Colgate diese Max Fresh Cooling Crystals. Ja, mal gucken, wie die halt so ist. Die hatte ich, glaube ich, noch nie gehabt. Wenn immer nur die Shining Crystals, aber genau, das mal ausprobieren. Dann habe ich auch meine liebsten Abschminktücher vom BB mitgenommen, die mit Zahnreinigungstücher. Ja, 5 in 1 sanfte Mizellentücher für alle Hauttypen. Die gefallen mir sehr, sehr gut, deswegen kamen die jetzt nochmal mit. Dann habe ich mal wieder so eine Karten mitgenommen. Eine kostet, glaube ich, 50 Cent oder so. Und da habe ich jetzt 3 Stück mitgenommen, dass ich auch mal wieder was da habe. Genau. Dann wollte ich jetzt die so Art Invisibubbles, aber nur nachgemacht von For Your Beauty mitnehmen. In den 3 schönen Designs, so Metalloptik. Und ja, ich mag diese sehr, sehr gerne, weil die halt nicht so wehtun und den Haaren nicht so schädigen. Und die Größe, denke ich mal, ist optimal. Genau, deswegen kamen die damit.
Dann hat Airwick auch noch eine zweite Duftrichtung, auch Traumziele heißt das. Das ist aber karibischer Mangotraum. Genau. Ja. Also ich habe jetzt drei so einen Duftsprüher und da die gehen alle immer gleichzeitig leer, deswegen muss ich immer sowas halt mitnehmen. Dann, wie immer, kennt ihr auch schon, mussten auch Teelichter mit. Da habe ich mich jetzt wieder für die Duftteelichter entschieden in Litchi. So rosa, grün und so ein Vanilleton, sage ich mal. Und dann die Duftrichtung Paradiesblüte. Das ist auch sehr, sehr schöner, fruchtiger, blumiger Duft und deswegen gefallen mir sehr, sehr gut. Dann habe ich hier noch eine Taschentücherbox mitgenommen, vierlagig. Das Design hat mich am meisten angesprochen. Ich hätte gern auch noch mehr mitgenommen, aber da hatten sie nicht so schöne Designs gehabt. Deswegen habe ich nur das mitgenommen. Ja, einmal geht auch. Ja, dann habe ich noch hier die Zeitschrift wieder mitgenommen. So, was haben wir hier noch? Achso, das ist da auch mit drin, Kassenbon. Und halt so ein Couponheft war jetzt noch in der Zeitung mit drin. Und dann habe ich noch eine kleine Tüte. Und da haben wir jetzt einmal drin so eine Wäschenetze. Dreier-Set brauchte ich jetzt auch mal wieder. Beziehungsweise auch mal wieder neue. Und da sind zweimal welche drin für 1 Kilo und einmal für 3 Kilo. Da mache ich meistens, also in den kleineren, mache ich meistens so eine Farbschmutzfangtücher rein. Und ja, das ist super. Ansonsten auch so BHs oder so. Genau, dafür ist es sehr geeignet. Dann wollte ich jetzt mal von Schauma diese Spülung ausprobieren. 7 Blütenöle, Repair-Spülung für trockenes, erschöpftes Haar ohne Silikone. Ja, ich bin ja jetzt wieder auf dem, Entschuldigung, auf den Trip von Spülung. Also entweder mache ich halt eine Spülung rein, eine Leave-In-Pflege oder eine Haarkur. Also nicht immer alles auf einmal, sondern entweder oder. Ja, und deswegen kam mir da eine Spülung mit. So viele Spülungen habe ich nicht da, meistens nur Shampoos. Deswegen kaufe ich jetzt einfach nur nach Belieben eine Spülung den halt nach. Dann von Isana diese Wattepads, 140 Stück. Wollte ich jetzt mal wieder mitnehmen. Die gehen jetzt bei uns schneller leer, weil mein Freund die jetzt auch noch mit benutzt. Deswegen, ja, brauchte ich. Und sonst hat mir das, glaube ich, so 2 Monate gehalten. Wird es jetzt, denke ich mal, auch. Aber ich will halt trotzdem ein Backup haben. Dann ging aus dem Sortiment von Gliscor diese Sprühspülung. Das war die Edition von, ja, mit Valentina Pade. Sei mutig, dich zu verändern, war das. Eine Express-Spülung steht hier nur drauf. Was für eine Sorte direkt ist es nicht, nur dass es kreiert wurde mit Valentina Pade. Dann nochmal die Spülung von Naturebox. Das ist mit Aprikosenöl, frei von Silikon und Parabenen für glänzendes, geschmeidiges und gepflegtes Haar. Ich weiß jetzt gar nicht genau, ob die jetzt auch aus dem Sortiment ging. Ansonsten habe ich die jetzt einfach so mitgenommen. Preise blende ich euch aber ein, dann werdet ihr das ja sehen. Dann, oder ich gucke mal ganz schnell. Naturebox, ja, war im Ausverkauf, also Green Label sozusagen. Dann war auch reduziert die ganzen von Isana, die Produkte aus der Greenery-Reihe, heißt das, grüner Tee und Holunderblüte. Da habe ich jetzt einmal die Haarmaske mitgenommen. War ja so eine Limited Edition, beziehungsweise ein Aufsteller gewesen. Mit botanischen Extrakten ohne Silikone für normales bis trockenes Haar. Jo. Die durfte dann mit. Dann ging auch aus dem Sortiment die Spülung davon. Genau, das ist jetzt so ein Pumpsprüher und das ist auch optimal eigentlich, deswegen kommt das mit. Und dann
gab es neu von Isana Sweet Banana Body Lotion Spray. Der Duft hat mich sehr interessiert, weil das mit Bananenwasser und Aloe Vera ist. Und deswegen musste das natürlich mit. Also nicht wundern, warum ich immer nach rechts sozusagen gucke. Ich habe hier einen Korb stehen, wo ich halt die Produkte reintun kann. Dann haben wir hier noch von Dove die Colorpflege Spülung. Ja, ich glaube, die ging auch aus dem Sortiment. Ja, genau, die ging auch aus dem Sortiment. Oder war reduziert, keine Ahnung. Dann von Isana die Pflegedusche Soft Vanilla. Beruhigend und pflegend. Pflegt vanillig wohl. Limited Edition. Dann, was haben wir hier noch? Hier haben wir jetzt noch von Glisskur die 1 Minute Intensivkur Fiber Therapy. Die ging auch aus dem Sortiment, deswegen habe ich da jetzt auch mal zugeschlagen. Und ja. So, dann haben wir hier noch ein Shampoo von Dove, auch für koloriertes Haar. Ja, Dove habe ich früher sehr, sehr gerne gemocht, seitdem eigentlich nie wieder verwendet so wirklich. Also seit gut, ja, 7, 8 Jahren oder so. Und deswegen wollte ich das halt mal austesten. Dann ging aus dem Sortiment bei Essence, also aus der Theke, diese Lidschattenpaletten. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt richtig sieht durch das Licht hier hinten. Ich versuche es mal aufzumachen. Einmal diese Palette. Das ist die In Love with Rose Eyeshadow Box 02. Genau. Ja, In Love with Rose ist das. Und dann nochmal Million Nude Faces. Hashtag Beautiful sozusagen. In den braunen Tönen. In den Nude Faces, genau. Braunen Töne. Genau. Ja, die mag ich auch sehr, sehr gerne. Alle braunen Töne, so Nude Töne, mag ich sehr, sehr gerne. So. Dann habe ich hier viermal von den Wahre Schätzen Kure mitgenommen. Olive, also mythische Olive. Die ging auch aus dem Sortiment. Ich weiß gar nicht, wie teuer die jetzt noch waren. Wahre Schätze 50 Cent waren das jetzt noch. Und die mag ich sehr, sehr gerne. Einmal eine Anwendung, circa reicht das. Und deswegen wollte ich die jetzt auf jeden Fall nochmal mitnehmen. Den Duft mag ich auch sehr gerne. Und als letztes Produkt wollte ich jetzt mal wieder austesten von Essence die Lash Princess Mascara, Volume Mascara. Genau. Und ich glaube, ich hatte mal die lila und die grüne davon. Und die mochte ich sehr, sehr gerne. Und jetzt wollte ich mal die orange davon ausprobieren. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr konntet ein bisschen die Produkte sehen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Tschüss!